Im folgenden Video erfährst du, wie ein 3D-Koordinatensystem aussieht und wie man dort Punkte einzeichnet. Wir beginnen mit einem ganz normalen Koordinatensystem. Eine Achse nach rechts und eine nach oben. Und dann müsste man ja eine aus dem Blatt herauszeichnen, was natürlich nicht geht. In Wirklichkeit zeichnen wir ein zweidimensionales Abbild eines dreidimensionalen Raumes. Dabei wird die dritte Achse schräg nach links vorne gezeichnet. Und zwar genau diagonal. Es ist üblich, dass die Anordnung der Achsen in einem Koordinatensystem mit drei Achsen wie folgt ist. Die x1-Achse nach vorne, die x2-Achse nach rechts und die x3-Achse nach oben. Jetzt fehlt noch die Skalierung, also die jeweiligen Abstände. Aber schauen wir erst einmal, was passieren würde, wenn wir jetzt einen Würfel einzeichnen wollen. Wir messen dazu für jede Würfelkante die gleiche Länge ab. Ups, das sieht ja gar nicht aus wie ein Würfel. Und das, obwohl die Seiten doch exakt gleich lang sind. Das liegt daran, dass wir die Achse, die auf uns zuführt, gestaucht wahrnehmen. Die Längen müssen also hier verkürzt dargestellt werden. Schauen wir uns dazu mal eine Zeichnung eines Würfels an, den wir auch als Würfel erkennen. Hier erkennt man gut, dass waagrecht und senkrecht die Würfelkanten gleich lang sind. Die Würfelkante, die nach vorne führt, jedoch verkürzt ist. Für die korrekte Skalierung wählt man dazu im Matheheft für die x2-Achse zwei Kästchen, also 1 cm als einen Abstand. Gleiches gilt für die x3-Achse. Und bei der x1-Achse, die ja nach vorne führt und verkürzt dargestellt werden muss, nimmt man ein Diagonalkästchen als eine Einheit. Jetzt können wir die Achsenskalierung vervollständigen und anschauen, wie man Punkte ins Koordinatensystem einzeichnet. Nehmen wir uns als Beispiel den Punkt 3, 2, 1. Wir beginnen am Ursprung und laufen die 3 als x1-Wert in Richtung der x1-Achse. Von dort muss jetzt in x2-Richtung nach rechts gelaufen werden. In diesem Fall um die 2 als x2-Wert. Als letztes geht es von dort in Richtung der x3-Achse, also nach oben. Hier dann um 1. Damit haben wir unseren Punkt P gefunden. Am besten noch ein zweites Beispiel, jetzt vielleicht auch mit negativen Koordinaten. Wir suchen den Punkt minus 1, 1, minus 2. Beginnen wir im Ursprung und gehen dann um minus 1 in x1-Richtung und damit um 1 nach hinten. Von dort um 1 in x2-Richtung nach rechts und schließlich um minus 2 in x3-Richtung und damit um 2 nach unten. Auch hier haben wir unseren Punkt gefunden. Kann man denn die Aufgabe auch umkehren und einen Punkt aus dem Koordinatensystem ablesen lassen? Im normalen zweidimensionalen Koordinatensystem ging das. Hier aber nicht. Schauen wir uns dazu einen zweiten Punkt an. Wenn wir den Punkt Q 1, 2, minus 1 einzeichnen, dann geht es 1 in x1-Richtung, 2 in x2-Richtung und minus 1 in x3-Richtung. Und wir stellen fest, dass an derselben Stelle eingezeichnet wird wie der vorherige Punkt P. In Wirklichkeit liegen die Punkte natürlich räumlich hintereinander, aber das kann man in einer 2D-Zeichnung natürlich nicht darstellen. Und deshalb kann man aus einem eingezeichneten Punkt natürlich auch nicht auf die Koordinaten schließen. Suchst du noch weitere Lernhilfen oder Übungsmaterialien? Dann schau doch einfach mal bei Schlau ist Wow vorbei.